Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir auf eine ganz besondere Art ein Happy New Year wünschen. Und dafür brauchst du natürlich erst einmal dein Bullet Journal, dann die Zebra Mildliner oder ähnliche Stifte natürlich, dann den Micron Fineliner, ein Radiergummi, das brauche ich irgendwie immer, und ein paar Bleistifte und dann noch den Stabilo-Pen. Und wenn du das alles hast, dann kann es auch schon losgehen. Wie immer male ich eigentlich erst einmal vor. Dafür nehme ich meine Bleistifte, einen ganz weichen in aller Regel, und fange erst einmal an zu malen. Ich werde jetzt gleich mal auf die andere Kamera switchen, damit du das hier besser sehen kannst, weil die Bleistiftlinien sind sehr hell, weil ich immer einen sehr weichen Bleistift nehme. Aber du siehst das sofort etwas besser. Ja, jetzt siehst du schon hier, wie ich vorher dieses Banner gemalt habe. Und dann kommt auch der Kopf der Katze. Also ich habe erst dieses Schild gemalt, einfach damit ich die Dimensionen habe. Also wenn ich jetzt mit dem Gesicht angefangen hätte, dann wäre vielleicht nach unten so wenig Platz gewesen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, diesmal ein wenig ungewöhnlich anzufangen, nämlich mit diesem Schild. Ja, sobald ich jetzt mit dem Vormalen fertig bin, dann geht es auch schon los. Dann brauche ich erst einmal einen Stabilo-Pen, ja, denn ich möchte hier dicke Linien haben. Ich habe erst gedacht, ich mache das mit den dünnen für den Micron Fineliner, aber ich habe mich dann doch entschieden, hier so dicke Linien zu malen, und dafür nehme ich den Stabilo-Pen. Und ja, du siehst schon, dann gibt es richtig dicke Außenlinien. Ne? Das sieht meiner Meinung nach zumindest für diese Malerei dann später schöner aus, wenn ich das Ganze koloriert habe. Und weil wir Silvester haben, kommen hier noch ein paar Konfetti dahin. Das male ich hier einfach als kleine Vierecke oder Rechtecke. Und dann setze ich noch ein paar Punkte für die Sprenkel, damit das Ganze gleich nach Silvester bzw. einem schönen neuen Jahr aussieht. Ja, der Stabilo-Pen erlaubt mir jetzt, dass ich hier auch ohne Probleme radieren kann, bevor es mit dem Kolorieren losgeht. Und dafür nehme ich die Zebra Mildliner, weil die so ein bisschen durchscheinen. Also ich mag den Effekt, den das Ganze jetzt hier hat. Du kannst natürlich auch alle anderen Stifte nehmen. Aber das sorgt dafür, dass es nicht zu stark gemalt ist, also nicht zu stark abgedeckt, und du noch so ein bisschen von dem Weiß siehst. Gerade jetzt hier auch bei den Streifen für die Mütze, ja, dann nehme ich schon mal überhaupt keinen
Stabilo-Pen, der das Ganze noch einrahmt. Ich will einfach nur so ein paar Streifen auf der Mütze haben und deswegen wird das hier ja ganz ohne schwarzen Filzstift noch gemacht. Ja, und du siehst, ich mache jetzt einfach weiter. Einfach alles ein bisschen farbig, ein bisschen pastellig, damit das schön aussieht für das neue Jahr. Ja, das war's auch schon von mir für heute. Du siehst, ich male jetzt hier noch den Rest aus mit dem Zebra Maltliner, damit das Ganze schön hell bleibt und so ein bisschen weiß noch durchscheint. Ja, ich finde, das ist für diese Zeichnung eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich darauf, wenn du einen Kommentar hinterlässt, unseren Kanal abonnierst und vielleicht einen Daumen nach oben da lässt. Und dann findest du natürlich auch wie immer ein How-To, ja, wie man das Ganze zeichnet in unserem Shop. Und das kannst du dir kostenlos runterladen. Und ja, dann freue ich mich darauf, für dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!